Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvetus Vectatorius zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Makedonen im Livestream heute, Freitag, 20.06. Und twitch.tv/Günther Shadow ist der Link, den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da mal reinschaut. Um 9 Uhr geht es da immer los, dienstags und freitags, und ja, gucken wir mal. Also erstmal, okay, wir haben noch Charakterfähigkeiten, mache ich später. wir führen immer noch Krieg gegen die Parther und gegen Baktrien. Parther sind eigentlich schon so weitestgehend erledigt. Baktrien hält noch ziemlich entschieden dagegen. Wir sind auch so auch insgesamt auf einem guten Weg, unsere Kampagne hier abzuschließen. Und, na, killst du mir den Gen? Ne, okay, danke. Das wäre jetzt auch recht unverschämt gewesen. Im letzten Teil haben wir ziemlich hohe Verluste gehabt. In unserer Schlacht, ganz ohne war die nicht. Hätte ich mal besser auto-resolven lassen, aber... Naja, gut, man tut sich selber keinen Gefallen, wenn man diese befestigten Stellungen angreift. Ne? Das ist immer eine gierige Nummer. Ich bin insofern erstmal fasziniert, dass Baktrien keinen Ausfall gemacht hat, denn wir belagern ja außerdem gerade noch eine Stadt von Baktrien, die nur noch 4 Runden Zeit hat. Und... naja, hoffentlich hat sie schon heftigen Verschleiß bekommen. Unsere Agentin stiehlt da gerade auch die Nahrung. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das hier gleich weitergehen kann. Und was... naja, unsere Armee scheint da wohl lahmgelegt worden zu sein. Mal gucken, was wir da insgesamt noch so machen können. Agenten harassen ja immer ziemlich in diesem Spiel. Insofern bin ich halt auch ganz froh, dass es dieses System nicht mehr bei Three Kingdoms gibt. Bei Rome 2 könnte man sich auch überlegen, ob man es einfach weglässt. Es gibt zwar schon tolle Skills bei den Agenten, aber insgesamt, finde ich, sind Agenten eigentlich eher dazu da, um das Spiel nerviger zu machen. Das ja, ist halt nicht so. Ich mag Agenten nicht so gerne. Manchmal ist es nicht unbedingt ein Vorteil, noch mehr Elemente hier zusammen. Okay, wir werden jetzt angegriffen. Ich würde auch sagen, das können wir uns definitiv mal angucken, was Arakosin hier vorhat. Insgesamt stehen wir, glaube ich, noch recht stabil hier. Ja, wir stellen uns da hinten in die Ecke. Also ich mache hier echt Corner Camping, glaube ich. Oder wollen wir versuchen, lasst mal kurz überlegen. Wir haben so viel Kavallerie. Können natürlich auch versuchen, hier schnell diesen Hügel zu nehmen und Arakosin auszuschalten. Ist vielleicht auch eine Option. Wir gucken mal. Genau, die Infanterie nimmst du mal bitte mit hier hin. Den General. Den schießen wir mal hier runter. Und dann machst du das noch bitte mit. Kavallerie stellen wir hier auf. Er muss ja erstmal überhaupt aufs Schlachtfeld kommen. Okay. So machen wir das. Okay, ich glaube, mit 2 Kavallerieeinheiten können wir hier mehr ausrichten gegen ihn. Kommandant hat er jetzt aber gerade gesagt, weil er wissen wollte, was der Kommandant hier über meine Vorhaben denkt, oder? Versuchen wir bitte hier die Einheiten auseinander zu drücken. Toll, dass die Plänkler-Kavallerie von dem noch standhaft ist. Okay, ich weiß nicht, was meine Einheiten da machen. Schaut euch das einfach mal an. Das ist doch irre.
Guck mal, die knubbeln da irgendwie in der Weltgeschichte rum. Da kannst du ja nichts machen. Kannst auch nur losen. Einmal bitte hier rüber. Danke. Einmal da in den Rücken schießen. Na, jetzt attackier mal die Meda-Kavallerie da von hinten. Der fällt auch nicht um, ne? Ach, es ist ja auch insofern witzig, dass die baktrischen Einheiten ja alle irgendwie jetzt hören die Fernkämpfer mal bitte auf, in die eigenen Einheiten reinzuknüppeln. Ist ja insofern auch bezeichnend, dass die Einheiten hier in meinem Rücken auftauchen, ne? Also da hast du ja auch keinen Spaß, ne? Pilz, danke übrigens für den Follow. Ja, so, jetzt gucken wir uns das mal an. Was ist das denn? Ach, da kommt die komplette Marie jetzt rausgestiefelt, ne? Ne, ich will definitiv jetzt noch nicht in den Filmmodus. Okay. Was hat er denn? Speerkämpfer, Speerkämpfer und so weiter, ne? Okay. Gut. Wo sind unsere Einheiten hier oben, ne? Gut, dann stellst du dich mal bitte, dass wir mal gerade eine halbwegs brauchbare Position hier finden. Dann stellst du dich mal bitte mit der Ballista hier hin, ungefähr. Und die Pikeniere stellen wir... Oh, nee, komm, ey, Spiel, ich hasse es. Okay, pass auf, ich stimme die Pikeniere hier hin, die Hopliten hier hin, die Arti hier hin. Das ist eigentlich kacke mit dem Wald da, ne? Also das kannst du eigentlich auch nicht bringen. Okay, pass auf, ich stimme die hier hin, die Hopliten hier hin, die Piken irgendwie so hier hin. Das ist alles zum Kotzen hier, aber okay. Die Agriana hier auf die Flanke, die Bogenschützen hier drüben hin, die Kavallerie hier hinten hin und dann ergeben wir uns in unser Schicksal. Ja, das ist echt irgendwie, also die Aufstellung hier ist RIP. Safe. Boah, und jetzt guckt euch einfach mal an, wie dämlich unsere Einheiten hier laufen. Ne? Es geht einfach nicht dümmer. Es geht nicht dümmer. Die laufen längs vor der Frontlinie lang, damit sie halt auch alle beschossen werden können. Bei sowas kriege ich Wutanfälle. Das ist echt schrecklich. Da entwickelst du doch irgendwelche Neurosen bei sowas, ne? Du läufst jetzt bitte hier hin. Okay, wir brauchen die, genau, wir brauchen den Bonus gegen die Infanterie. Mach's bitte den Defensivmodus an und schieß mal hier vorne auf die Schleuderer. So, jetzt nimmst du bitte, ihr geht bitte schon mal hier in die Pikenphalanx. Jetzt nimmst du zwei Hopliten mit hier rüber. Stellen wir nachher nochmal neu auf und lässt mal bitte zwei Hopliten hier stehen, damit wir hier so ein bisschen, damit wir hier so ein bisschen Flankenschutz haben, ne? Und die Bogenschützen, die stellst du mir bitte hier hin. Okay, pass auf, stell sie mir nicht hier hin, stell sie mir hier hin und lass die andere Einheit da stehen, wo sie hinläuft. Schaut euch das an. Der läuft schon wieder komplett. Also, ich meine, schaut mal, der soll hier hinlaufen, ne?
Ach Gott, okay, pass auf, ich sehe es. Hier, da. Gut versteckt. Eine unpassierbare Kante aus Grau. Und weil der hier nicht hochlaufen kann, läuft der so kacke. Gut, okay, wieder was gelernt. Also dann kannst du direkt hier rüberlaufen, dann brauchen wir auch gar nicht die Einheiten andersrum zu manövrieren, dann machst du das jetzt so. Wo sind meine Bogenschützen? Hier. Sehr filigrane Aufstellung, wie du hier vorschlägst. Okay. Dann bitte. Ja, dann lauf bitte hier hin. Komm. Das ist doch alles für die Füße hier. Okay, ich bin gespannt. Ja, das Problem ist einfach, man hat sich irgendwann mal gedacht, hey, wir machen unpassierbares Terrain, damit der Spieler, und das darf der Spieler nicht sehen, dass das unpassierbar ist, weil sonst wäre das ja zu einfach. Das ist halt einfach hier, das ist einfach totaler Bullshit, man muss es einfach sagen. Also es trägt überhaupt nichts zu diesem Spielwert bei, weil es vollkommen intransparent ist, ne? Man kann sich als menschlicher Spieler halt auch nicht darauf einstellen. Das ist mega nervig. Da mache ich übrigens viel zu wenig Damage. Schieß bitte hier drauf. Okay. So, ich habe eine Idee. Wir gucken mal, ob das klappt. Schieß mal bitte auf die indischen Kriegselefanten. Weil wir hier in Unterzahl kämpfen.
interessant, wie die hier stehen übrigens. So, und jetzt? Oh, ich glaube, hat er gerade dieses, der hat da gerade dieses besagte Kommando gegeben, dass die Elefanten himmelt, ne? Kann das sein? Ich glaube, er hat gerade die... Ah ne, die drehen jetzt durch, die Elefanten. Okay, alles klar. Dann macht das so. Okay. Bitte hier rüber. Ne, warte. Attackier bitte ihn. Okay, wie sieht's da drüben aus? Da halten wir noch halbwegs durch. Ja, der hier muss auf jeden Fall down. Witzig, wie der da mit der persischen Söldnerkavallerie durch so eine Pikenphalanx durchreitet. Ist ein interessantes Manöver, das man ansonsten selten zu Gesicht bekommt. Also insofern vielleicht einfach mal genau zugucken und sich darüber freuen, nicht? Aber wir können auf jeden Fall hier weiter. So, kannst du jetzt mal bitte mit dieser dämlichen Horse-on-Horse-Action hier aufhören? Die geht mir ja sowas von auf den Keks. So, du kannst jetzt mal den hier angreifen. Denn da, der da drüben, der macht das nicht mehr lange, ne? Antacke. Oh, blöde Nummer hier. Na, lauf du mal vor. Mal langsam vor. Lauf du mal hier auf die Flanke und vielleicht mal irgendwie auch hier auf die Flanke. Okay. Du verfolgst bitte die Hügelmänner. Du verfolgst bitte hier. Du kämpfst ja hier gegen diese Bürgerkaff, ne? Okay, korrekt. Dann machst du da bitte auch mal noch ein Manöver. Lass ihn mal an. Hier bitte weiter Druck machen. Jetzt auch mit hier hinten attackieren. Ja, schieß mal hier rein. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Wo sind eigentlich seine Elefanten? Hat er die noch? Oder sind die mittlerweile alle down? Ich glaube, sie sind alle down, ne? Ja, Pikeniere halt, ne? Pikeniere zernichten Elefanten. Hier bitte in die Richtung weiterlaufen. Kannst du hier attackieren? Ich sehe es gerade leider nicht ganz so richtig. Ich weiß nicht, du solltest den hier verfolgen. Das geht, glaube ich, halt nicht. Weil wir ja diesen, wir haben ja diesen Movement-Bug hier, ne? Du musst übrigens mal aus der Pikenphalanx hier rauskommen. Ja. Das ist der Mist hier, ne? Weil wir hier in der... weil wir hier diesen
hier dieses unpassierbare Terrain haben, quetschen sich unsere kompletten Einheiten jetzt alle halt hier vorbei, ne? Und das ist eher so suboptimal. Was übrigens auch den Nebeneffekt haben könnte, den hat es hier jetzt nicht, aber der könnte halt auftreten, wenn wir die jetzt alle nehmen, ne? Wenn wir die jetzt so wählen würden und würden die jetzt alle hier rüber schicken, dass die Einheiten ganz komische Wegfindung nehmen, also dass manche vielleicht auch hier versuchen rumzulaufen und so. Das ist jetzt natürlich genau das, was wir gerade nicht wollen, ne? Okay, auf jeden Fall müssen wir hier weiter Druck machen und vielleicht können wir jetzt hier... Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, das geht jetzt, und das ist jetzt halt hier zum Beispiel eine gefährliche Situation, denn hier müssen wir jetzt diese Speerkämpfer attackieren, ne? Und da brauchen wir unsere, Hopliten. Hier seht ihr es jetzt auch wieder, ne? Dass es halt nicht geht, wenn man mehrere Einheiten auswählt. Ja, und da brauchen wir halt unsere Hopliten jetzt, weil die da die Front dicht machen müssen. Die müssen jetzt hier blocken. Dann kannst du hier attackieren. Oh, da hat er seinen Gen noch hier mit ins Rennen geworfen. Okay. Und ihr seht auch hier schon, durch diese Wegfindung, es ist beliebig kompliziert hier, die flüchtenden Einheiten zu attackieren, ne? Ich fände es gut, hier reinzuschießen. Und, oh ne, stopp, ne, du bitte nicht. Kannst du ihn noch ein bisschen hinhalten? Ja, der frisst unsere Kaff sonst auf, ne? Push dich doch mal ein bisschen. Junge, push dich mal selber bitte, danke. Kommen wir mit hier dazu? Ah! Sehr schön ineinander geschachtelt. Das ist für die KI natürlich ein gefundenes Fressen, ne? Jetzt mal bitte die Einheit aus. Danke. Mal die Phalanx-Formation aus. Schieben wir mal bitte da rein. Was haben wir da? Das sind Tureos-Speere. Alter. Ja, genau. Bleib mal da stehen. Lass dich abknallen, ne? Komm du hier hin zurück. Wo sind unsere Tarantiner? Hier, das ist eine Bürgerkavallerie. Die schaffen wir selbst mit den Tarantinern, würde ich behaupten. Du hast keine Muni mehr. Das ist schlecht. Du hast auch keine, kaum noch Munition. Das ist auch nicht so gut. Das sind Pikeniere. Da hätte ich eigentlich ganz gern, dass du dich da möglichst raushältst. Du kannst hier die Tureos-Speere von mir im Rücken attackieren. Du machst irgendeinen Quatsch. Du kommst bitte hier rüber. Du greifst bitte wieder hier an. So, du bitte einmal hier die Pikeniere attackieren. Du bitte einmal hier den General fokussen. Du kannst die Tureos-Speere attackieren. Du kannst hier attackieren. Du kannst hier attackieren. Du kannst hier attackieren. Ah, das sind Pikeniere. Und wir haben nur Hopliten. Okay, da müssen wir mal gleich gucken, ob wir da noch was mitmachen. Das ist auf jeden Fall unfassbar dumm, was du hier machst. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihm den Befehl gegeben habe, frontal in die Pikeniere zu chargen. Ich würde da einfach mal ein dickes Fragezeichen hintermachen. Und sagen, wahrscheinlich habe ich es ihm nicht
befohlen. Aber gut. Dann müssen wir mit der Situation leben, in der wir gerade sind, ne? Lauf mal hier rüber. Genau, du bist am Start, ne? Sehr schön, greif den jetzt mal mit an. Du kommst bitte noch hier mit dazu. Haben wir die Turiersperre jetzt gleich mal? Gut, sieht brauchbar aus. Ja, du machst das hier. Du machst das hier. Du kannst jetzt hierhin zurückkommen. Und du kannst die Pikiniere hier mal in der Flanke attackieren. Und du greifst die Pikiniere da jetzt mal so rum an. Du kannst die Pikiniere hier im Rücken attackieren. Ihr macht bitte die Bürgerkavallerie platt. Ihr kümmert euch bitte um den Typen hier. Die Agrianer, die kommen mal hier raus. Die Agrianer können auch hier die Toreos-Speere mit attackieren. Und dann müssen wir es eigentlich haben, ne? Ja, ich denke auch. Okay, wir haben eigentlich außer den Agrianern keine wirkliche Nahkampfinfanterie, die jetzt schnell ist und zum Verfolgen geeignet wäre. Deswegen könnt ihr alle hier hin. Und wir machen bitte Folgendes. Östliche Speerkämpfer. Toreos-Speere. Denn hier noch bitte mal angreifen. Da ist noch eine Einheit. Da ist noch eine Einheit. Was ist hier? Ah, da sind noch ein paar. Da sind noch ein paar Gäule. Und da sind noch ein paar baktrische Hügelpenner. Da nehmen wir die auch noch mit. Schön. Dann kümmerst du dich noch darum. Oh, hi Merp, bist du auch da? Grüß dich. Ja, der Stream für heute, der neigt sich so langsam seinem Ende zu. Okay, ich würde auch mal sagen, wir können das Gefecht hier beenden. Das haben wir ziemlich eindeutig gewonnen. Knapper Sieg, ne? 2-1. Also schaut euch das mal an. Wir haben nur 600, also wir haben 700 Mann verloren gegen 4000, ja? Und wir sind selbst nur mit 2355 angetreten. Also ich würde sagen, hier hat man perfekt gesehen, wie man Pikiniere, wie man Hopliten spielt, ne? Hier hat man perfekt gesehen, wie man Tarantina nicht spielt. Das war mir natürlich nicht vergönnt, hier die Einheit da auch noch aufzureiben. Okay, ja, dann weiß ich nicht. Ja, klar. Warte mal bitte. Arakosien hat, glaube ich, keine Stadt mehr, ne? Euklides ist im Rang aufgestiegen, okay. Wir kriegen die Thesmophorien. Yeah. Okay, ich mache mal sofort einen Quick Save, bevor hier irgendwas Blödes passiert, ne? Wir kennen das doch. Okay. Da komme ich nicht hin. Da komme ich auf jeden Fall hin. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, hehehehe. Wie lang ist denn die Belagerungszeit hier noch?
Okay, pass auf, wir versuchen das automatisch. Ja, ich wollte gerade sagen, da können wir ja nichts verlieren eigentlich, dass wir es so eindeutig überlegen. Ja. Gut, gut, gut. Okay, komm, wir verkürzen die Belagerungszeiten für Städte. Oh ja, mehr Kriegsgefangene ist auf jeden Fall gut. Zu euren Diensten. Schneller als Hermes. Ich will nicht schneller als Hermes, die meint den Paketzusteller, oder? Was ist das für ein Name? Die blutrote See. Oh, Leute. Geht's noch ein bisschen zweideutiger vielleicht? Wie viele Schiffe sind das? 14. Ich nehme die noch mit, die Söldnerschiffe. Die kosten ein Vermögen, aber momentan ist das, glaube ich, okay. So, jetzt haben wir auch ein paar Schiffe mit am Start. Aber das ist ja eine reguläre Flotte, ne? Also das ist ja jetzt keine gewässerte Armee. Das sind ja jetzt nicht die Eingeschifften. Okay, den Typen da erwische ich nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Für mich ist ja entscheidend, dass wir vielleicht nochmal. Pass auf, lauern wir mal hier rüber. Guck mal, ich meine, der kann da ja nicht viel machen, ne? Was will der machen? Also, ernsthaft. Okay, er könnte die Armee noch mitnehmen und versuchen hier zu belagern. Das ist noch eine Option, wobei ich auch hier sagen würde, wir kommen mit der Armee nach Charax ohne Probleme zurück. Also wir laufen jetzt erstmal hier hin. Ach, der hat ja noch so eine fette Flotte, okay. Oder eine flotte Fette. Ah, guck mal, hier noch eine Karf, die nehme ich gern mit. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Dann holt sie mal bitte die Stadt hier. Okay. Da ist noch eine Truppe von Arakosien. Ronkonkoma, vielen Dank für den Follow übrigens. Ich nehme noch eine Einheit Bogenschützen mit. Die können wir hier gebrauchen. Falls du es nicht gelesen hast, schreibt der Mörb, falls du nach dem Stream noch 10 Minuten hast, ich muss dir was erzählen. Wow, schwierig, ich muss direkt weg eigentlich. Ich habe nur eine Verabredung, so eine halbwegs Verabredung irgendwie. Wir müssen mal gucken, Mörb. Wir müssen mal gucken. Heute ist tatsächlich ein bisschen tricky. Jo, pass mal, 8. Wir machen bitte folgendes. Nee, warte mal, mach das mal so. Kommandant? Ah, okay, genau. Du läufst mal im Gewaltmarsch hier rüber. Ich will stündliche Wachgänge. Dann habe ich da so eine Garnisonstruppe mit am Start. Das ist halt Kinder der Pani. Aha.
Lauf du mal hier hin. Dann langt es schon, das langt, ne? Die Siedlung wird belagert. Pass auf, lauf du noch mit hier hin. Niemand wird entkommen. Okay. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Sofort. Zum Sieg! Wow, ich habe 2 Einheiten thessalische Kavallerie verloren. Krass. Wir können jetzt die Pater unterwerfen, aber warum wollen wir das machen? Das Finanzamt ist aufgestiegen. Dann spreche ich auf WhatsApp, sagt Möb, das ist eine super Idee, Möb. Das machen wir so. Ja, das funktioniert. Kommandant, ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Dann nimmst du einfach noch 2 Einheiten thessalische Kaff und was haben wir hier? Tureos Schwere. Dann bitte. Nimm noch eine Tureos-Speere mit. So, muss ich mich jetzt um den Typen da irgendwie kümmern? Muss ich mir da Sorgen machen? Nee, muss ich eigentlich nicht. Ne? Ich muss mir eigentlich hier um keinen von diesen Typen da wirklich Sorgen machen. Wir sagen, lauf mal nach Bam. Das kannst du abreißen. In Goa machen wir noch einen Tempel und irgendwie ein bisschen Nahrungsmittel. Ein bisschen Lebensmittel. Ein Lebensmittelhandel. Shadow oder Shadow. Danke übrigens, ja, dass du mich grüßt und grüße ich auch zurück. Schön, dass du da bist. So, was machen wir hier? Du kannst da, ja, du kannst da stehen bleiben, das ist okay. Wende das Uranos. Da hinten ist Poseidon. Da brauchen wir im nächsten Let's Play Part brauchen wir auf jeden Fall wieder besseren Namen. Was machen wir jetzt in Merv eigentlich? Also ich könnte ja wohl jetzt Baktra angreifen, ne? Kommandant. Mein Können steht euch zu Verfügung. Dummerweise sehe ich da recht wenig. Ich erwarte eure Befehle. Die Armee wäre auf jeden Fall auch prädestiniert, um nach Baktra weiterzulaufen, ne? Okay, ja, die Armee ist auch bald fertig in Sarai. Dann lauf du mal nach Aktau. Dann nehmen wir die Einheitenverstärkung noch mit. Gang vom Alex, Alexanderplatz. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Vom Alex machen wir das. Dann haben wir doch hier eine Armee auch direkt nochmal benannt. Okay, also noch einmal die Armeen durchgucken. Haben wir. Setakische Volksfront. Ja, was machen wir mit der jetzt? Also eigentlich würde ich sagen, komm hier, Baktra erobern, ne? Wenn der Merv holt, dann ist das halt so. Dann ist halt blöd, aber dann ist das so. Was würde das hier noch dahin, ne? Ja, das ist auch super. Guck mal, dann werden wir die
werden wir die Armee da auch los und er rekrutiert mir da nichts mehr. Alter, aber Baktrien hat so viel Regionen erobert, die sind ja echt schnell gewesen. Also für eine KI-Fraktion echt schnell gewesen. Ich erwarte eure Befehle. An die Arbeit, Männer. Du gehst nach Samandar auf jeden Fall. Machst du bitte hier bei ihr, wo ist das? Da, ne? Genau. So, wo war das hier? Ares Terror. Das ist so blöd, dass der die Position nicht speichert. Bitte mehr Bewegung und du machst mehr Verstärkungsrate. Die Armee ist ready to go. Gucken wir mal, ob die noch rechtzeitig ankommt. Die Armee ist auch ready und das ist eine Defensivarmee, ne? Okay, wir gucken einmal schnell in die Städte rein. Ja, bau das um. Reiß es ab, bau es um. Ja, lass das so. Dann hier. Keine Ahnung, machen wir einen Tempel? Wollte ich einen Tempel hier machen? Ich weiß es nicht mehr, wir machen jetzt einen Tempel. Kann so bleiben, ne? Reißen wir ab, ne? Oder? Ja. Kann so bleiben. Wir haben ja ganz gut Geld, ne? Jo. Zeig mir mehr. Gut, okay. Wir gucken zumindest neuen Ansätzen in die nächste Stunde rein. In die nächste Runde. Ja, die Skills mache ich alles später. Das mache ich jetzt alles nichts mehr. Gold ist ein Geschenk, das viele zu schätzen wissen, und wir sind sicher, ihr werdet es ebenso tun. Ne. Verzweifelt, wie sie sind, ne? Aber war die letzte Armee der Perser, der Parther, Entschuldigung. Persien gibt es, glaube ich, schon länger nicht mehr in diesem Spielchen. Es ist schrecklich, Krieg auf der Welt. Ja, kann ich aber gerade nicht machen, Pontus. Okay. Ach, stimmt, die Pater haben ja noch diese ominöse Flotte da drüben. Wir stehen einem würdigen Feind gegenüber. Ja, aber um den will ich mich gerade ehrlich gesagt nicht kümmern, ne? Ich muss mal gucken, uns fehlt, glaube ich, nicht mehr viel zum erfolgreichen Abschluss dieser Kampagne, ne? Wenn wir nochmal hier in die Siegbedingungen reingucken.
Wir brauchen noch... Okay, wir brauchen noch 11 Siedlungen. Das geht, glaube ich, relativ klar. Ein Bündnis mit den Römern und 3 Marineeinheiten. Und das ist, glaube ich, eine lösbare Aufgabe. Vielleicht können wir beim nächsten Mal das sogar schon abschließen. Ich sage auf jeden Fall danke an alle fürs Zugucken. Der Stream geht jetzt auch zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Stream hoffentlich wieder. Immer dienstags und freitags um 21 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Und sage, macht's gut bis dahin. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.